Frisch auf, liebe Leute, und herzlich willkommen aus dem Schwarzwald. Am Glaswaldsee bin ich hier angekommen. Ihr habt es in den Aufnahmen schon gesehen, es ist einfach traumhaft schön. Hier im Hintergrund seht ihr schon die erste Hütte, die wir hier heute auf der Wanderung sehen werden. Die Sonne scheint, es ist traumhaftes Wetter. Wir haben jetzt schon geschätzt 20 Grad. Deswegen werde ich jetzt gleich auf jeden Fall meine Jacke ausziehen. Einfach mal ein bisschen die Ruhe vom Glaswaldsee genießen. Auch wenn hier natürlich der ein oder andere rumläuft. Aber es ist ein richtig tolles Fleckchen Erde hier und in diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß mit diesem neuen Video aus dem Schwarzwald und schön, dass ihr dabei seid. Ja, liebe Leute, auf dem Westweg unterwegs, absolute Stille, du hörst hier wirklich keine Autos, klar, so ein Flugzeug hin und wieder mal, aber nichts Nennenswertes. Und hier sind wir schon an der ersten wundervollen Schutzhütte angekommen, die Lettstädter Hütte. Ich habe die ein oder andere Hütte nämlich geplant, die ich so ein bisschen anlaufen möchte, mir einfach mal anschauen möchte. Da ist die Lettstädter Hütte, da hat sich wahrscheinlich jemand mal, ja, reisig oder was vorbereitet, um hier eine Nacht zu verbringen. Sieht sehr platt gelegen aus. Fände ich auch richtig toll. Und ganz ehrlich, wenn man sich, wie gesagt, ordentlich in der Natur bewegt sozusagen, sollte das in einem gewissen Rahmen erlaubt sein. Klar, wir sind jetzt hier in einem Naturschutzgebiet. Da braucht man natürlich überhaupt gar nicht darüber zu sprechen. Aber was mir aufgefallen ist, ist, dass ich doch hin und wieder Grillstellen gefunden habe, gerade jetzt unten an dem Mummelsee. Und ich überlege mir einfach so, ob es eine Möglichkeit gibt, dass das erlaubt ist oder dass man sich eine Genehmigung einholt. Solche Sachen in der Form sind ja, glaube ich, auch theoretisch möglich. Und aber gut, so ist es halt, ne? Und wir sind hier auf dem europäischen Fernwanderweg E1 unterwegs. Sehr interessant. Da oben ist das Schild. Da war ja der Soulboy auch unterwegs. Richtig toll. Und ja, der Westweg ist mir das ein oder andere Mal schon hier über den Weg gelaufen sozusagen. Finde ich auf jeden Fall richtig toll. Thank you.
Leute, herzlich willkommen an der Teufelskanzel. 909 Meter über Normal Null. Wahnsinn, was für eine Aussicht. Ich zeige es euch nochmal, ihr habt es ja schon gesehen. Einfach grandios. Und dann ging es jetzt ordentlich die Treppen runter hier. Da kamen mir viele entgegen. Ich glaube, da oben geht es hoch. Da oben laufen auch noch einige. Also absolut fantastisch. Schöne Grüße an den Markus. Auch Fernwanderer, der mit Soulboy Teile des Nord-Süd-Trail hier auf dem Westweg unter anderem gelaufen ist. Den habe ich gerade getroffen hier. Also ist echt verrückt. Wir haben uns sofort beide angeguckt und sofort gesagt, ah, bist du nicht der und der? Also es war richtig toll. Blende ich euch gerade mal ein Foto ein. Ich habe jetzt da keine Sequenz gefilmt. Ganz ehrlich, wenn man da im Gespräch ist, dann noch die Kamera zu zücken, ganz ehrlich. Irgendwo muss es gut sein. Also richtig toll. Er läuft auch zu einer der Hütten, die ich heute anlaufe, auf meiner kleinen 11 Kilometer langen Runde. Und wer weiß, vielleicht treffen wir uns da nochmal wieder. Und ja, schauen wir mal, wie es weitergeht. Einfach fantastisch, liebe Leute. Herzlich willkommen in der sehr bekannten Hütte von einigen YouTubern, die hier Natur genossen haben. Also richtig toll. Es ist einfach wunderschön. Ich zeige euch jetzt einfach erstmal ein paar Aufnahmen von der Hütte. Mehr brauche ich im Moment, glaube ich, nicht sagen. Da oben geht es noch hoch. Gucken wir uns gleich auf jeden Fall alles an. Also richtig toll. Liebe Leute, diese Hütte ist einfach der absolute Traum. Hier der Ofen, also sobald man hier reinkommt, man riecht richtig, ja, den Ofenduft oder wie auch immer man das nennen mag, keine Ahnung, aber es ist einfach wundervoll hier. Und wenn man überlegt, diesem Ausblick da raus in den Schwarzwald, einfach ein, zwei Tage zu verbringen, ganz friedlich, ohne Stress, ohne irgendwelche Probleme, das ist einfach fantastisch. Ich habe auch dieses wundervolle Gästebuch oder Hüttenbuch, genau, Hüttenbuch 2020 gefunden. Der letzte Eintrag ist vom 19.08.2022. Ich würde mich auch liebend gerne hier eintragen. Ich habe nur blöderweise keinen Kugelschreiber gefunden. Und ich habe jetzt natürlich auch keinen dabei. Das ist natürlich richtig blöd. Also das hätte ich auch selber dran denken können. Da oben gibt es noch ein weiteres Buch, das hole ich gerade mal. Ein bisschen älter hier, aber leider auch hier kein Kugelschreiber mit dabei. Echt richtig schade, aber ihr habt ja den Videobeweis sozusagen, dass ich hier gewesen bin. Also einfach traumhaft, traumhaft. Wenn ihr euch überlegt, ihr seid hier im Winter und macht hier schön den Ofen an und alles, ey, boah, das muss so toll sein, so schön warm und angenehm.
und sich wirklich auch das Holz so ein bisschen selber zurechtzumachen und vorzubereiten und so weiter und so weiter. Da unten wird immer wieder von den Leuten, die hier wirklich ja übernachten, Feuerholz vorbereitet, auch für kommende Wanderer. Und jetzt piept gerade meine Uhr hier. Und ich finde es einfach absolut toll und charmant, dass es solche Möglichkeiten gibt. Der Markus, schöne Grüße an dich, mein Lieber. Der wird hier auch später noch vorbeikommen. Und ja, wir haben gesagt, eventuell treffen wir uns hier, wenn das von den Kilometern her natürlich passt. Passt es jetzt nicht, aber macht auch nichts. Ich werde jetzt hier noch ein bisschen die Aussicht genießen, kleinen Schluck Wasser trinken und dann geht es gleich auch weiter auf die nächsten Kilometer. Ich habe ja eben den Markus erwähnt. Wir haben gesagt, dass wir uns eventuell an der Niklashütte treffen. Das tun wir nicht. Wir treffen uns hier. Ich werde verrückt. Ja? Wie läuft es? Alles Roger? Was schön, war jemand da? Nee, war alles ruhig. War leer? Die Kamera läuft. Ah, super, hi. Das ist der Markus. Grüßt euch. Ja, die war leer. Ja, ich habe auch ein bisschen ins Gästebuch geguckt und sowas alles. Wird nicht so bleiben, glaube ich. Ja, wahrscheinlich nicht. Ja, wahrscheinlich nicht. Ich freue mich. Alles dabei, schönes Festbar. Schön. Es wird ein richtig gemütlicher schön, schön, Abend. Schön. Und, morgen geht es dann weiter. Schön. Ah, herrliche Strecke hier, oder? Ja. Ah, ist toll. Ich habe so 5 Kilometer bis zum Parkplatz zurück. Ja. Und dann setze ich mich leider ins Auto ja. und fahre wieder nach Hause. Wenn man hier jetzt weitergeht, hinter kommt das Stück, kannst deine Schuhe ausziehen, wenn du NST läufst, dann fühlst du dich wieder wie auf Sylt, weil dahinter ist der Weg, ganzes Stück, ganz wie Sand, okay. wo du Sand im Sandstrand läufst. Ja, ich bin schon sehr gespannt. Im Sommer, wenn es trocken ist, wenn es hier geregnet hat, ist das eine einzige Matschepampe hier. Ja. Ja, cool. Ich will dich auf jeden Fall nicht weiter aufhalten. Nee, hätte mich freut. Viel Spaß auf jeden Fall. Danke, danke. Und ich geh mal gerade aus dem Weg. Sorry. Ja, hat mich auf jeden Fall auch gefreut. Also ich habe auch eben schon in die Kamera erzählt, als wir uns da oben getroffen haben, wo du gesagt hast, bist du nicht der? Und ich so, ich kenne dich irgendwoher, ne? Also ich habe dich zum ersten Mal gesehen, wo du das Interview gemacht hast. Ja, ja, so. Genau. Richtig toll. Ja, ne? Schön, dass man sich getroffen hat. Und? Weil, das finde ich auch toll. Also, das passiert einem hier immer wieder im Schwarzwald. Man läuft aus dem Wald, geht einfach um eine Ecke rum und auf einmal steht irgendjemand vor einem, den man schon mal irgendwo gesehen hat. Ah, ist toll. Also ich wünsche auf jeden Fall weiterhin gute Wanderung. Guter Aufenthalt und hier und gute Heimkehr. Hoffe, es hat dir gefallen, ich habe Bombe Wetter gehabt jetzt hier. Ja, ja. Ich hoffe, die Hütte bleibt ruhig. Ach, so gut. Ja. Platz ist in der Kleinstelle, das sagt man. Oben geht es ja auch noch weiter, ne? Oben ist ja noch eine zweite Etage, da kann man sich genau, auch reinlegen. Ja, das ist eigentlich die Schlafetage. Also wenn da eine da ist, gerade wenn so ein Ofen da ist, muss ich ja ehrlich sagen, ich gehe lieber in den zweiten Stock. Ja. Weil im Fall des Falles gefährlich, in Anführungsstrichen gefährlich, ist immer unten. Ne? Ja, ja. Und deswegen, oben, auch wenn es oben warm ist, dann unter der Gaube, gerade im Sommer. Mhm. Aber ich gehe eigentlich immer gern hoch. Da oben sind auch weniger Probleme mit Viecher, weil die Hütte sind meistens irgendwo eine Hüttemaus oder so. Ja, ich wollte mich eigentlich in das Hüttenbuch eintragen, aber ich habe zum Verrecken keinen Kugelschreiber gefunden. Ne? Alles beim nächsten Mal denke ich dann dran. Naja. Und wie hätte die andere Hütte gefallen? War da schon bin ich gar nicht vorbeigelaufen. Ich bin jetzt hier oben an dieser Hilda-Hütte oder was vorbei. Das ist schon nur eine kleine Verschwörung. Ja, die ist ja mit der Hütte überhaupt aber trotzdem, nicht zu vergleichen. Also Westweg im Sommer ist ja jeder Abend im Grunde genommen jemand, der Schutz sucht. Und das muss man sagen hier auch, die sind unglaublich wertvoll hier am Weg, diese Hütte. Ja. Wir sind so froh, dass wir die hier haben im Schwarzwald, weil das muss man auch ehrlich sagen, das hätte zum Beispiel auch dieses Jahr einige von der NST-Wanderer erlebt. Hier im Schwarzwald ist es nicht immer so, wie es jetzt ist. Das kann auch richtig, also du kommst September hier durch, da kann das Wetter hier oben auch schon richtig unangenehm sein. Ja. Kalt, windig, regnerisch, manchmal vielleicht sogar mit Graubel. Die Temperaturen jetzt für Ende Oktober sind jetzt auch nicht so, dass man sich so, was man sich so vorstellt. Ne? Und du bist halt auch nicht immer, du bist jetzt nicht, kommst nicht von Städtle zu Städtle durch.
Wenn du das nicht suchst, kannst du hier einen Tag lang laufen, hast quasi keinen Kontakt zur Zivilisation. Ne? Ja. Das sucht man ja auch. Also genau, mir macht das auch Spaß, wirklich keinem hier irgendwie über den Weg zu laufen und so. Ja. Also ich finde das auch toll. Ne? Ja. Ich bin da eben gerade am Glaswaldsee, da das kleine Stück. Da hast du wirklich nichts gehört. Mhm. Gar nichts. Mhm. Klar, so ein Flugzeug oder so, das bleibt halt nicht aus. Aber sonst war da wirklich, es war mucksmäuschenstill. Mhm. Und ich habe kein Internet und nichts gehabt. Nee, klar, kein Service, wirklich Probleme. Auch nicht mal Notruf, wirklich gar nichts. Du bist da richtig. Da bist du wirklich fernab von allem. Ne? Mhm. Das finde ich halt toll. Mhm. Ja. Alles klar, hätte mich gefreut, echt. Ne? Also wünsche ich dir noch einen schönen Aufenthalt und eine gute Heimweg. Mach's gut, ciao. Ciao. Ach, verrückt. Richtig toll. Haben wir uns noch mal getroffen. Freut mich auf jeden Fall richtig. Und ja, so sind wir auch noch mal fürs Video ins Gespräch gekommen. Richtig schön. Ja, ihr habt's gehört. Es sind noch 5 Kilometer ungefähr. Und somit würde ich sagen, geht's weiter auf die leider letzten 5 Kilometer. Ja, liebe Leute, so langsam neigt sich diese wundervolle Wanderung im Schwarzwald dem Ende entgegen. Es sind jetzt etwa noch 2 Kilometer. Ich kann an dieser Stelle sagen, der Schwarzwald ist nicht nur eine wundervolle Wanderregion, sondern einfach eine fantastische Wanderregion mit so unglaublich viel schöner Natur, toll ausgezeichneten Wanderwegen, tollen Leuten, die man hier trifft. Auch wenn ich nicht alle gefilmt habe, aber hin und wieder habe ich mich natürlich mit dem einen oder anderen, wenn auch kurz, unterhalten. Schöne Grüße an dieser Stelle nochmal an den Markus, dass wir uns das 2-mal getroffen haben. Das war auf jeden Fall richtig toll. Sein Instagram-Kanal ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Schaut da gerne mal vorbei. Und ja, also ich kann als Fazit sagen, auch wie bei der ersten Schwarzwaldwanderung schon, beide Daumen nach oben. Alles super, alles toll. Und hier sehen wir nochmal so einen kleinen Hochsitz hier. Auch richtig schön, richtig urig da, aber auch sehr toll gebaut. Und ja, so bedanke ich mich recht herzlich bei euch fürs Zusehen. Falls euch diese Wanderung und dieses Video gefallen hat, würde ich mich selbstverständlich über einen Daumen nach oben freuen. Falls ihr es noch nicht getan haben solltet, dürft ihr selbstverständlich gerne den Kanal abonnieren. Mit diesen Worten bin ich raus. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch fürs Zusehen und wir sehen uns garantiert im nächsten Video. Bis dahin, euer Jörg. Ciao.